fast dieselbe Halssituation haben, dieselben Halsspruch. Ja, es ist ja nun auch kalt. Wir sind in einem Alter, in dem man sich auch nicht mehr erkälten darf, weil man vielleicht sonst einfach sofort verstirbt. Und müssen auch mal ein bisschen auf uns achten. Total. Ja, das Lachen der anderen ist zurück. Und wieder werden Olli und ich uns 3 Tage lang unter Menschen mit einem besonderen Schicksal, einer Krankheit, einem Handicap, einer besonderen Fähigkeit begeben. In diesem Fall sind es Menschen mit dem Down-Syndrom bzw. Trisomie 21. Das ist perfekter als Markus Lanz. Dieser gesprächige junge Mann neben mir wird dann später ein Stand-up vor diesen Menschen performen. Also wenn ich ein behindertes Kind irgendwann haben würde, müsste sich das wahrscheinlich um mich kümmern. Kann gut sein, dass das bereits nach wenigen Jahren dir überlegen ist und sagt, komm, ich ziehe ihn mit. Ja. Oh, Alter, es ist so niedrig. Ja. Sag mal, wissen die eigentlich, dass wir kommen? Dass sie Down-Syndrom haben. Wir machen das wie Rudi Carrell. Heute die ganz große Überraschung. Du hast übrigens Down-Syndrom. Ja. Moin, Micky. Guten Morgen, Micky. Hi. Hallo, ich grüße dich. Und hallo, Oliver. Du bist? Ich bin der Michael. Okay. Und ich sage euch die Gruppe. Okay. Super. Cool. Wir folgen dir. Ja. Sag mal, ist das okay, wenn man sagt, Leute mit Down-Syndrom sind behindert? Oder wie würdest du selber sagen? Nein, ich das leider nicht. Weil ich habe eine Trisomie 21 und das gefällt mir auch. Und da finde ich schön, dass ich so gebaut bin. Ja. Und darf man auch abkürzen und Downy sagen? Nein. Darf man nicht. Warum? Aber für uns klingt das so erstmal nett und freundlich. Nee, das ist nicht okay. Down-Syndrom wäre besser als wie Downy. Okay. Wo bist du geboren? Ich bin in München-Klapra im Krankenhaus geboren. Ja. Bei meiner Mutter in Bauch. Geboren bin ich 1981. Und wo lebst du? Ich lebe jetzt in betreuten Wohnen. Wie lange hast du da gewohnt noch zu Hause? Ich habe nicht mehr lange gewohnt. Da habe ich gesagt, nein, ich ziehe jetzt aus. Das hast du aber selber entschieden, ja? Ich selber entschieden, dass ich gerne auch möchte. Und was nimmt man dir beim betreuten Wohnen, was nimmt man dir da ab, was du selber nicht machst oder was du selber nicht kannst? Ich kann alleine Wäsche waschen, einkaufen gehen, Staubsaugen. Da kannst du aber wirklich deutlich mehr als viele verheiratete Männer, was Wäsche waschen und solche Sachen angeht. Ja, richtig. Willst du uns mal deinen Arbeitsplatz mal zeigen? Mal zeigen, was du so machst? Ja, gerne. Hier sitzt du? Da sitze ich mit meiner Gabel. Ja. Okay. Und wir probieren mal, ne? Vielleicht. Was ist genau der Arbeitsvorgang? Du kommst hierher, setz dich hier hin. Ja. Und was machst du dann? Einfach mal abschneiden. Der Kabel. Ja. Ja. So, einmal runterdrücken. Und dann reinstecken, wie eine Frau. Ja. Abziehen. Wie meinst du das, wie eine Frau? Mit Gefühl muss man das wie eine Frau reinstecken. Ah, okay. Ne? Man muss es wie eine Frau mit sehr viel Gefühl reinstecken. Ja, genau. Okay, ich habe mich nicht getraut, ich habe mich einfach nicht getraut, nachzufragen. Hast du eine Freundin? Nein, ich bin solo. Aber hattest du schon eine Ich hatte die Angela gehabt, aber jetzt ist die aber mit dem Pepe zusammen und ich brauche keine Freundin mehr. Aber warum ist es vorbei gewesen? Weil die Angela einen Freund hat. Ach so, sie ist dann zu jemand anderem? Ja. Und ist okay für dich oder findest du scheiße? Nein, ich finde es in Ordnung, dass die Angela einen Freund hat. Wir sind gut befreundet und wir bleiben befreundet. Aber hast du Lust auf eine neue Freundin oder im Moment nicht? Doch, da habe ich Lust. Aber die Nicole. Was ist mit der?
Die möchte ich alle Freundin haben. Aber? Ich muss die Nicole fragen, ob die das auch möchte. Naja, das ist immer gut. Da haben einige sich gerade in Amerika vor allen Dingen echte Probleme eingehandelt, dass sie nicht vorher gefragt haben. Das finde ich sehr vorbildlich. Ja, absolut. Gehst du auch mal alleine los? Ich gehe auch mal alleine in die Stadt, ja, richtig. Und siehst du, wie die Leute auf dich reagieren? Hast du, wie ist das dann? Gucken die dich komisch an, oder? Nein, da ist nur im Bus. Nur im Bus? Ja. Aber so, aber warum? Aber warum? Warum lachen die im Bus über dich? Das habe ich gerade irgendwie nicht verstanden. Wegen meiner geistigen Behinderung. Und verletzt dich das? Tut es dir weh? Ja, das tut mir weh. Nehmen auch meine Kappe immer weg. Ach, das machen die schon. Also die, ja, die fassen dich auch an. Ja. Und es gibt mal so den Moment, wenn das zu viel ist, ne? Ja. Dass du, Entschuldigung, dass ich angefasst habe. Ist das zu viel, ist, dass du mal überlegt hast, dass du selber dem mal eine gibst? Nein, das darf ich nicht, weil ich lag keine Schülern. So zu Hause, ne? Wenn du, hast du Fernseher? Fernseher habe ich. Und magst du auch, kennst du so Comedy in Deutschland? Ja. Wen findest du denn lustig? Mr. Bean. Mr. Bean? Ja, ja. Ist früh viel Air Berlin geflogen. Finde ich sehr sympathisch, dass du jetzt nicht direkt einen Deutschen genannt hast. Ja. Wir sind auf einer Länge. Was sind Wellenlänge? Mr. Bean ist super witzig. Weißt du schon, was unser Plan ist? Ja. Weil ich bin ja Komiker, ne? Also ich bin auch Komiker. Gut, dass du es endlich mal erklärst. Ich bin auch Komiker. Und wir wollen dann uns zurückziehen mit Mickey und auch einen lustigen Stand-up schreiben. Und dann kommt ihr in den Comedy-Club. Und ich versuche dann lustig zu sein. Im besten Fall auch, dass du dann lachst. Ja. Versuchen kann ich es ja. Ne? Ja. Ich sehe ja, du hast ja so eine Schlüsselkette, so ein Schlüsselband. Und da steht Australia dran, also ja. Australien. Bist du Österreich. Mhm. Ach, Austria. Ich habe Australia gelesen. Ja gut, aber es bedeutet auf jeden Fall... Österreich. Ich bin mit Mama im Oktober nach Österreich gefahren. Ah. Und da gab ich, da haben die Amigos gesungen, Hansi Hinterseher, Beatrice. Magst du so eine Musik? So eine Musik mag ich. Aber magst du Udo Jürgens? Ja, Udo Jürgens. Kennst du Lieder von dem? Ja, mit 66 Jahren, da ist das Leben schön. Mit 66 Jahren. Ich liebe Udo Jürgens. Warst du mal auf einem Konzert von ihm? Nein, nur Mama und Papa. Ja, super, er ist leider auch gestorben. Auch gestorben, aber die Menschen, die haben ein sehr schönes Leben. Hast du ein schönes Leben? Ja, auch. Ich finde es schön, dass ich meine Eltern ganz doll lieb habe. Ich kann immer zu meinen Eltern gehen. Die haben immer für mich die Türe offen. Egal, was auch ist. Ja, erstmal tausend Dank, dass du uns deinen Arbeitsplatz gezeigt hast. Und es war wirklich sehr interessant. Also, wir ziehen uns zurück, schreiben Stand-up. Ich glaube, es wird nicht so einfach. Ja. Und also, du solltest am besten jetzt schon mal ein paar Tricks lernen. Einradfahren, ja, jonglieren mit vier Bällen und hinfallen. Also, vielen perfekt. Dank. Ja, bis ciao. Ciao. Michi, komm her. Yeah. I can't let you be, 'cause your beauty won't allow me. Ich habe auch schon vorher drüber nachgedacht, ne, wie wird das Stand-up aussehen. Und das war interessant, weil ich hatte auch so im Kopf, dass es sehr physisch sein muss, ne? Dass man sehr viel Act-out, also ehrlicherweise auch viel jetzt, Kinderhumor. Das wird echt anders sein, dieser Stand-up, weil ich will komplett aufs Physische gehen. Aber was interessant war, wir haben ja öfter mal, so wie wir halt so Gags machen, Ironie benutzen, auch als Element. Und es ist ignoriert also, worden. Komplett abhaken. Lieber Oliver, wir fahren jetzt zu Thomas. Thomas hat auch Trisomie 21 und Thomas, den treffen wir jetzt Daunolino bei seinem Jugendtreff und wir werden Jugendtreff. Aber ich finde, wir können uns so mittlerweile sehr gut imitieren. Ne?
Der Kommando ist da. Endlich mal einer, der sich mal anständig anzieht. Hallo, ich bin Oliver. Ich bin Thomas. Hey Thomas. Moin. Morgen. Du machst Mickey, eher den dezenteren Auftritt, ne? Ja. Richtig. Warum hast du dich so angezogen? Ja, weil das meine Tarnung ist. Deine Tarnung? Ja. Also damit du nicht gesehen wirst. Genau. Das ist ja sehr unauffällig. Darf der Hund mitkommen? Ja. Okay. Geh du vor, oder? Ja. Thomas geht vor. Du zeigst uns das alles. Oh, hier ist er schon. Na Ihnen. Ja. Hallo. Setz uns mal hier hin, ne? So, liebe Freunde, herzlich willkommen bei Jeder kann, was er kann. Hier kommt unser Thomas. Der ist lustiger als alle Comedians in 8 Jahren, die ich im Quatsch Comedy Club erlebt habe. Auf jeden Fall hat er eine gute Energie. Da kann man nicht absprechen. So, jetzt haben wir die nächste Nummer. Jetzt haben wir der Bass muss ficken. Wer muss ficken? Der Bass muss ficken. Also bei mir riechst du dich auch, wenn ich so spreche, aber bei ihm ist es okay. Ne? Voll! Ein Ficken! Bass muss ficken! Mission! Was muss ficken? Komm, dann greifen wir uns jetzt. Wir können den Künstler Backstage treffen. You're the northern wind, sending shivers down my spine. You're like falling leaves in autumn. Du bist jetzt fertig, ne? Es geht aber. Hä? Geht noch. Und magst du gerne so Schlagermusik und so Karnevalsmusik? Ja. Ja? Aber hörst du noch andere Musik, auch Rockmusik oder nur so eine Musik? Nee, so solche. So, warum Schlager? Ballermann, Apres-Ski. Apres-Ski, Ballermann. Weil man da gut mitsingen kann, oder? Ja, ich habe auch eine eigene Band. Ach, Quatsch. Ja. Und wie heißt die? Bisschen bescheuert und nicht bekloppt. Bisschen bescheuert und nicht bekloppt? Ja, genau, so heißen die. Und singst du da oder was machst du? Ich bin halt der Schlagzeuger, aber ich bin aber auch ich bin halt der Sänger. Achso, du spielst eigentlich Schlagzeug und manchmal singst du auch? Ja. Wir machen ja ein Stand-up und eine Show, ne? Ja. So, und da kommt die ja alle, ne? Aber ich mache ja dann den Stand-up, aber ich habe noch kein Vorprogramm. Könntest du dir vorstellen, dass du vor mir auftreten würdest, du 5 Minuten ein Lied machen würdest auf der Bühne? Ja, bevor das, richtig los ist mit der Show auch. Genau, also dann kannst du noch mal drüber nachdenken. Vielleicht machst du Support Act irgendwie. Und dann. Genau. Und bist du Single oder hast du eine Freundin? Single. Hattest du schon mal eine Freundin? Hatte mal, aber die war nicht. Aber es ist doch so, im Karneval, da ist ja nicht nur Musik, sondern da ist ja auch viel mit Mädels und so. Da ist ja sehr viel. So. Da ist ja schon was los. Ja, ich auch. Und ist das so. Interessiert dich das auch? Ja. Ich guck auch schon mal, wie ist die Frau? Du guck schon mal, wie ist die Frau? Das ist ein erotischer Fernsehsender. Ach, erotischer Fernsehsender? Ja. Und ich guck auch schwule Pornos. Ist das, weil dich das erregt oder ist das? Genau. Schwule Pornos? Ja. Also stehst du nicht nur auf Frauen, auch Männer? Ja, genau, auch auf Jungs. Aber je nachdem, also so, was gerade ist. Mal genau. So, mal so. Richtig. Und wer wäre jetzt so dein Typ eher? Eher ich, so ein bisschen molliger oder eher so ein durchtrainierter Typ wie er? Lieber Thorsten, ja, lieber Ben. Bitte ihn? Ja. Ja, ja. Das ist doch gut, die von HIV, die Homos wollten mich jetzt, alle ja. Und jetzt... Egal. Sag mal, du, alles, was du jetzt so erzählt hast, so Karneval und so, ist alles so lustig und so. Gibt es aber irgendwas so überhaupt, was dich auch schon mal traurig gemacht hat?
Nee. Warst du noch nie traurig in deinem Leben? Nee. Hast du noch nie geweint? Nee. Gibt es nichts, wo du sagen würdest... Außer nur morgens, wenn ich jetzt zur Arbeit fahre. Wenn ich jetzt... ich fahre ja immer morgens erst mit 21. Ja. Ja, also erst. Bis dann zum Bahnhof. Und dann fahre ich ja mit der 5. Ja, da würde ich auch, wäre ich auch traurig. Das sind nämlich Jungs, die ärgern mich. Ja, okay. Wer, warte mal, das ist interessant. Wer ärgert dich denn? Das sind so komische Jungs aus einer komischen Schule. Okay. Und was machen die? Wie ärgern die dich? Bewerfen einen mit Essen und so. Die bewerfen dich mit Essen? Ja. Und das macht dich traurig auch? Das meistens immer. Die beschmieren dich auch gleich mit Torten. Die beschmieren dich mit Torten? Mit Torten? Aber was machst du dann, um denen zu sagen, fickt euch? Dann brauche ich nur sagen, Pass muss ficken. Moderator. Ich habe mir was überlegt, ne? Weil du erzählst ja, du magst ja Tortenschlachen gerne, ne? Aber du sagst, dass du immer so abgefuckt warst, weil dich die Leute mit Essen beworfen haben. Wir würden gerne als Wiedergutmachung für diese ganzen Arschlöcher, die dich beworfen haben, dass du uns beide einfach mit zwei Torten bewirfst. Ich nehme den Dünnen. Started the whole world crying, but I didn't see. Also dann, ey, danke erstmal für das Gespräch und für die Torten und die Performance und alles. Genau, und ich glaube, ich gehe jetzt mal ins Bad. Ja. Just a perfect day. Drink sangria in the park. Micky, ich habe eine Bitte. Ja? Falls ich vor dir von dieser Welt gehen muss, dann möchte ich gerne, dass auf meinem Grabstein, auch wenn es ein jüdischer Friedhof ist, steht, der Bass muss ficken. Sehr gut. Wie inbrünstig er das immer gesungen hat, ne? Ficken! Hast du ein Problem damit, dass das gesendet wird? Naja, wir haben uns vorgenommen, wir treffen diese Leute, wir lernen die kennen oder auch was die machen, bilden das irgendwie ab und ich finde, das ist halt sein Style, ne? Also es ist ja nicht so, dass wir haben es ihm ja nicht vorgeschlagen. Wir haben ja nicht gesagt, hier zieh dir mal einen lustigen Hut auf und einen Paillettensacko. Thomas Hermanns fängt an zu weinen vor Freude. Er sah ja wirklich endlich aus. Mein Nachfolger ist gekommen. Er sah ja wirklich aus, als hättest du in so einem schlechten chinesischen Wachsfigurenkabinett einfach Thomas Hermanns nachgeknetet. So. Kennst du nicht? Wir fahren zu Annika. Annika hat auch Trisomie 21. Trisomie, nicht Trisomie. Das ist nichts, hat nichts mit Konsomie oder sonst was zu tun. Trisomie, die können es wenigstens aussprechen. Trisomie 21. Vielleicht habe ich das ja auch. Und ja, dann müsstest du mich aber auch respektvoller mal behandeln, wenn ich das vielleicht auch habe. Und Annika ist auch nicht Single. Sie hat einen Stecher oder was? Ich weiß es nicht, ich habe den ja noch nicht kennengelernt. Und einen Downie oder nicht Downie? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Und dann werden wir auch gleich mal klären, ob sie gerne Downie genannt werden würde. Hallo, Micky, hi. Grüß Hallo. Dich. Oliver. Schön hast du es hier. Danke. So hell und freundlich. Was hast du für DVDs da? Verschiedene Filme.
Welche gefallen dir besonders gut? Die Pferdefilme. Die Pferdefilme? Ja, sind Mädchen alle gleich, ne? Mädchen und Pferde. Guckst du auch gerne Pornos? Nein, das nicht. Das nicht? Oh, sorry, das war nur das. Guckst du gerne Liebesfilme? Ja. Welche Filme findest du gut? Twilight. Okay. Titanic. Ja. Du hast auch viele Hörspiele, ne? TKKG ja. Sehe ich auch, ne? Bibi und Tina. Ja. Oh, und Wendy. Magst du auch Bibi Blocksberg alleine? Nein. Nur mit Tina zusammen? Und Benjamin Blümchen magst du nicht so? Nein. Warum? Der ist so dick und grau. Der ist so dick und grau, ja, sowas. Das mag nicht jeder, steht nicht jeder drauf. Hab ich euch ein Lachen gebracht? Ja, ja. Eine Frage, magst du so Comedy auch gerne? Ich meine Paul Panzer. Paul Panzer? Ja. Warum findest du den lustig? Weil er so einen lustigen Sprachfehler hat? Weil er so bunte Hemden trägt? Weil er gute Laune hat. Sag mal, und du wohnst hier alleine, hast du auch einen Freund? Ja. Der sitzt hier in der Küche. Der sitzt in der Küche, aber nicht nackt angekettet. Nein. Am Tisch. Der sitzt ja ganz normal. Der ist normal angezogen. Bist du verliebt? Ziemlich. Ja? Wie ist das, verliebt zu sein? Schön. Schön? So wie Schmetterlinge im Bauch fliegen. Ah, okay. So richtig. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Den 4. Januar in der Werkstatt. Und dein Freund ist auch in der Werkstatt? Ja. Hattest du vorher schon mal einen Freund oder war das dein erster Freund? Das ist mein erster. Und ihr schlaft manchmal auch bei dem anderen? Ja. Und wie ist das? Ist das nur Kuscheln und Küssen oder habt ihr auch mehr so Sex und so auch? Dafür ist nicht das. Das ist mir super wahr, das möchte ich nicht sagen. Okay. Okay. Verstehe ich. Ja. Wie sieht das mit Kindern aus? Kannst du Kinder bekommen? Nein. Kannst du nicht oder möchtest du nicht? Ich möchte nicht. Aber du könntest. Genau. Ich würde gerne schon gewinnen, ja, aber ich kann um die Bibi nicht kümmern, weil ich ja dass die Krankheit habe. Wenn ich das beschwanger werden sollte, dann kriege ich das eine Behinderung von mir und von meinem Freund. Wenn du mit Marcel Kinder machen würdest, dann theoretisch, dann wird das Kind auch Down-Syndrom haben. Ja. Trinkst du auch Alkohol? Ab und zu mal schon. Was trinkst du dann? So wie ein Zombie-Cocktail. Du trinkst Alkohol? Ja. Und dann haust du dir einen Zombie rein? Ja. Wie viele Zombies trinkst du denn dann? Fünf Stück. Was? Echt? Manchmal. Und dann ist aber Feierabend. Ja. Danach hast du Trisomie 24. Ja. Ja. Du hast ja auch bestimmte Männer, die du schön findest. So wie den von Twilight. Black, der. Genau. Und findest du, wenn du Marcel ansiehst, findest du Marcel schön? Ja. Den findest du schön? Traumhaft schön. Traumhaft schön? Weil Marcel noch schöner ist als ein Schauspieler. Ja, Marcel ist noch schöner als ein Schauspieler? Ah, das ist ja toll. Also du siehst ihn an und denkst wirklich, ja, das ist er. Also ja. Den muss ich mal kennenlernen. Den müssen wir auf jeden Fall mal kennenlernen. Wollen wir mal rübergehen zu ihm? Bitte. Hallo. 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 Hey. Hi. Oliver. Hey. Marcel. Grüß dich. So, jetzt haben wir euch als Paar auch mal zusammen. Also, du hast ja Glück. Sie hat ja in deiner Abwesenheit sehr nett von dir gesprochen. Ich würde dich noch nicht mal gegen den Star von Twilight eintauschen. Ah, wie schön. Ja. Und sie hat gesagt, manchmal träumt sie davon, dass du mit dem Ring, Ehering, vor der Tür stehst. Ja, das erzählt die mir auch manchmal. Aber ich sag erstmal. Nein, sie hat aber auch gesagt, ein bisschen Zeit lassen. Ja, genau. Erstmal ein bisschen Zeit lassen, dass sich das alles ein bisschen beruhigt. Wie beruhigt? Was soll sie denn beruhigen? Es soll doch noch exzessiver, noch wilder werden. Was soll sie? Nein, ein bisschen reinhalten. Ja, die möchte, die. Sie wollte das immer so schnell wie möglich machen, aber ich habe gesagt, das hat noch Zeit. Aber was macht ihr, was unternehmt ihr so zusammen? Was ist so euer Ding? Wir gehen manchmal ins Kino, gehen essen. Du hast aber auch eine leichte, was ist das? Gehbehinderung. Gehbehinderung. Und das ist von Geburt an? Oder? Nein, das ist seitdem ich 2 war, wo ich die Meningitis bekommen habe. Ah, okay, du hattest Meningitis. Und
Das Schlimmste daran war, dass ich daran sterben konnte. Davon habe ich Angst. Du bräuchtest doch keine Angst zu haben. Ich lebe doch noch. Sei mal froh, dass du ja schon lebst. Ja, ey, dann spielt ihr, seid ihr Gladbach-Fans beide? Und, auf jeden Fall. Ihr, heute ist ja das Spiel des Jahres quasi gegen... ich sag FC Bayern München. Wollen wir dann einfach mal... Gerne. Genau, ihr müsst euch ja noch entsprechend anziehen. Ihr habt ja, noch entsprechendes... Die Sachen haben wir im Zimmer. Ja. Ja, okay. Also, ja. Geh mal, oder? And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away. Ja, wir verabschieden uns, weil wir müssen jetzt gleich los, weil der Hund muss noch ein bisschen gebadet werden. Also, genau. Vielen Dank. Ja, alles Gute. Gefreut. Ja, bis dann. Tschüss. Alles Gute, ne? Viel Spaß. Und viel Erfolg. Komm her. Danke. Ciao, mach's gut. Wir sehen uns. Genau, wir. Borussia, Borussia, Borussia. Also alles Gute euch und wir sehen uns dann bei der Show in Essen, ne? Okay. Klar. Bis dann. Alles Gute. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. Was ich ganz interessant fand bei ihr, war, erst wirkte sie so ganz ruhig, sensibel, zurückhaltend, höflich. Auch als wir über Sexualität gesprochen haben, dass sie so, da möchte ich nicht über reden. Und ja, sie taute dann auch noch mal mehr auf. Und beim Fußball, da hat sie dann auch echt so ein bisschen so quasi die Sau rausgelassen. Also er schüttelt sich jetzt noch mal. Vorsicht, schüttel dich mal. Jetzt will er das Handtuch ficken. Jetzt will er da mal ein bisschen sich dran schubbern. Hat er auch völlig recht. Da hat er sich auch wirklich verdient. Ich habe eine leise Ahnung, von wem er sich das alles angeguckt hat. Schneiden, waschen, Handtuch ficken, bitte. Ja. Just got paid today. Got me a pocket full of change. Wir fahren jetzt zu Marcel. Marcello. Marcel ist offensichtlich vielfach begabt. Und Marcel hat auch Down-Syndrom? Marcel hat auch das Down-Syndrom. Endlich mal wieder in so ein gutes deutsches Vereinsheim. Ne? Very superficial. Seid ihr eine Band? Ja klar, die beste Band der Welt. Und wie heißt ihr? Ich lasse mal sein. Nein, nein, aber eure Band. Wir haben keine Band. Wie lange spielst du schon? 10 Jahre schon. 10 Jahre? Ja. Gehst du noch zur Schule oder arbeitest nein, du schon? Nein, ich arbeite schon. Mit der Pocky, ich arbeite. Ah, die Fahrräder? Ja. Ah, okay. Kannst du auch Klavier spielen? Nee, ich spiele ja nicht Klavier, auch nicht. Und... Ich spiele auch Schlagzeug. Oh, wann? Ich habe seit 10 Jahren nicht mehr gespielt, aber ich hatte gerade auch voll Bock. Darf ich mal kurz? Ja, weil gerade nicht kaputt macht. Nein, warum soll ich es denn kaputt machen? Der ist laut. Der ist laut, ja. Spielst du auch mal, gibst du ein Konzert? Spielst du auch vor anderen Leuten? Ja, doch. Ich habe auch viele Konzerte. Ne? Wie ist das für dich? Ja, gut.
Ich mache auch Spaß. Sag mal, und hast du noch andere Hobbys oder nur Schlagzeug? Ja, doch. Ich Hobby, ich spiele auch PlayStation. Ich bin ja großer Schlapper-Fan. Aber ich habe noch eine Frage. Ja. Dieses Band, ne, was du hier hast, am Arm. Also, ist das vom letzten Berghain-Besuch oder warst du auf dem Konzert? Nee, ich war der Kurze mit Papa. Und wo wart ihr? In Köln. In der Essigfabrik, sehe ich gerade. Ja, genau. Wer hat da denn gespielt? Mein Lieblingsrock. Devin. Hä? Devin. Aber soll ich dir mal eine Band sagen, wenn du das gerne Rockmusik magst? Lass, ne, mich raten, warte. Ich, nein, komm nicht drauf, welche eine Band das sein könnte. Lass mal ausreden. Ja, entschuldig bitte. Du hast völlig recht. Ey, danke. Motorpsycho aus Norwegen. Du musst dir diese Band angucken, das wird dein Leben verändern. Ja. Und du spielst ja nicht nur Schlagzeug, sondern du machst auch viel Sport, ne? Ja, mach auch viel Sport. Aber du siehst doch sehr kräftig aus. Also ich hätte Angst vor dir. In der Schlägerei würdest du wahrscheinlich gewinnen. Nee. Hast du schon mal jemanden verprügelt? Nein. Noch nicht? Noch nicht. Eine Frage, Oliver. Bist du dick oder nicht? Tja, das... Ach so, die war ja gar nicht an mich gerichtet. Aber möchtest du sie beantworten? Ich werde diese Frage nicht beantworten. Ja, ich würde sagen, also ich bin jetzt nicht... Richtig, richtig monsterdick, aber schon hier so dick auf jeden Fall. Mein Po ist richtig geil, meine Beine sind dünn, es ist nur der Bauch. Er ist wirklich ein richtig geiler Arsch, muss man wirklich sagen. Ich habe ihn in der Sauna gesehen. Ja? Der hat einen richtig knackigen Hintern. Okay. Ey, nur damit du nicht falsch über mich denkst. Ja. Ich wollte das nicht, aber er wollte unbedingt mit mir in die Schwulensauna gehen. Ja. Ah, okay. Ja, so ist er halt. Aber ich. Aber ja, wie gesagt, ich bin. Aber es hat sich echt gelohnt. Micky, hast du auch Muskeln? Die Frage kann ich viel schneller beantworten, ja. So. Oh, wie groß? Klein groß? Sehr groß. Ey, warte mal, hast du auch Muskeln? Ja. Ich habe einen Vorschlag. Armdrücken? Ihr beide macht gleich Armdrücken. Ja. Suddenly. Also, seid ihr bereit? Ja. Top. Die Wette gilt. Ey, 10 Euro habe ich auf dich gesetzt. Mach mir jetzt keine Schande, mein Flamingo-Schnäbelchen. Echt. Boah, bist du stark. Also ich würde ganz klar sagen, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Hallo, morgen. Morgen. Also hier sind deine Jungs, oder was? Ja, der ist Jungs, der ist Thalia, Annika, cool. Laura. Musst du dich noch umziehen oder machst du so? Da, jetzt ziehst du mal gleich um. Okay. Ja. Weißt du, was mich echt ein bisschen traurig macht? Dass du gegen den im Armdrücken verloren hast. Der hat echt Kraft. Was muss Olli machen, damit du lachst? Weil so, Olli war. Ja, der hatte auch Vollbart. Ach so, und das ist lustig? Ja, das ist lustig und weich. Lustig und weich. Ich bin lustig und weich. Das ist eine gute Beschreibung, ja. Und da hinten macht er Turnen. Ich muss turnen? Nein, nicht du. Du. Oh Gott. Wollt ihr euch jetzt zeigen? Ja, du musst das mal zeigen. Ja, bitte. Wirklich schön. Oliver, super. Ey, dann, ja, vielen Dank, dass du uns erstmal, dass ich bei dir nach 10 Jahren wieder Schlagzeug spielen durfte. Dass du uns so ein bisschen was gezeigt hast aus deinem Leben mit deinem Schlagzeugspielen, mit deinen Freunden hier, mit denen du Sport machst. Und dann, ja, danken wir dir erstmal vielmals. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Oh, Oliver, du möchtest mal freuen. Ja? Ja. Bin ich dabei, bist du auch mein Freund. Ja. Ich muss nur eben kurz mal einschlagen. Hä? Schaffst du? Ja, ich schaff das. Ja, dann schieb mal. Ach, ich weiß nicht, ey. Ich glaube, ich hole mir demnächst einfach einen Skoda 9. Kräftiger? Wir rollen. Aber ich habe ein bisschen mehr von dir erwartet. Danke. Fass mich. Ja.
Ich bin ja schon aufgeregt. Aufgeregt. Ich springe nicht vom Dach, also zumindest heute nicht, wenn das nicht klappt, aber es ist auf jeden Fall aufregend, genau. Ich warte erstmal ab, weil ich kann das ja, man kann das ja jetzt nicht so genau sagen. Wenn die nicht lachen, dann sind die behindert. Da kann man sagen, lass die, die sind krank. Ich werde auf jeden Fall lachen. Ey, wir werden sehen. Und ansonsten ist die nächste Staffel beim WDR halt Florian Schröder und Luke Mockridge. Ne? Dann sind wir halt raus. Top. Vorsicht, ein bisschen eng hier. Ja, das ist lustig, ne? Ja. Oh, ich werde schon lustiger als du. Das ist eine super Basis, als Komiker auf die Bühne zu gehen. Und der Erste vorne in der Reihe schreit rein, ey, der Bär ist lustiger als du. Ich freue mich sehr für den Abend. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe überlegt, was findet ihr lustig? Und weil Micky nicht da ist, dachte der WDR, ich kriege das alleine nicht hin. Deswegen haben sie mir diesen Hasen an die Seite gepackt. Und ich weiß nicht, einige kennen ihn noch. Das ist Hase Cäsar. Genau. Möchtest du vielleicht kurz auch was sagen? Sag was! Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ein sehr schlechter Bauchredner bist? Okay, es ist okay für dich, wenn wir unsere Protagonisten hier vorne einfach mal begrüßen. Wenn's sein muss. Das ist aber nicht besonders freundlich von dir. Echt? Sag mal, gibt's eigentlich auch Hasen mit Down-Syndrom? Ja, die Meerschweinchen. Okay, ich möchte jetzt mal einen nach dem anderen grüßen. Das ist erstmal Thomas. Tomator! Den kenne ich jetzt schon, der will immer den Bass ficken. Und genau, das ist Annika. Ja, die kenne ich auch. Die hat ein kleines Alkoholproblem. Die kann nämlich 5 Zombies trinken. Auf Ex. Und das ist, ja, Marcel. Marcel hat Micky ja im Armdrücken geschlagen. Genau, weil Micky ist auch eine Schwuchtel, hat keine Kraft. Und Michael hier vorne, ich weiß nicht, steh doch mal kurz auf und dreh dich um, Michael, damit die Leute dich sehen. Drehst du dich mal kurz um? Ja, das ist Michael. Ja, der Michael, der sieht aus wie der junge Michael Moore. Und das ist Marcel, der Freund von Annika. Ja, den kenne ich auch. Der muss sie mal nach Hause bringen, wenn sie zu viel gesoffen hat. Annika steht ja... Ja, Annika steht auf Dünne. Warum musst du das jetzt so explizit nochmal sagen? Ja, weil sie dich mit Benjamin Blümchen verwechselt hat. Ihr hört gerne K1, habt ihr uns erzählt. Ja, K1. Ballermann-Musik, ihr lacht über Paul Panzer, ihr schaut Sat.1, ihr geht von 8 bis 16 Uhr arbeiten, verdient Geld, geht ins Fußballstadion. Kann mir irgendjemand erklären, wo ihr die Randgruppe seid? Wir haben viel mit euch erlebt. Ne? Wir waren auch auf einem Behindertentransport mit euch zum Fußballstadion. In Berlin heißt das ja Bierbike. Und, besser ein Chromosom zu viel als ein Schnaps zu viel. Ihr arbeitet ja alle in dieser Werkstatt, ne? Wo ihr diese Pucki-Dreiräder, die Kinderräder zusammenbaut. Ne? Was ja ungewöhnlich ist, ne? Weil eigentlich ja nur Kinder Kinderspielzeug zusammenbauen. Ihr macht quasi drei Räder für Kinder im Prenzlauer Berg. Also Behinderte machen Spielzeug für Kinder von richtig Behinderten. Ne? Und genau, nochmal zu dir, Thomas. Thomas, man muss sagen, Thomas hat mehr Kostümwechsel als Helene Fischer. Ne? Also es ist wirklich, wenn man eine Show von Thomas sieht, er liebt Tortenschlacht und schaut gerne Pornos. Ne? Auch manchmal schwulen Pornos. Ja. Ja, ja. Und auf dieselbe Art ist gerade jemand US-Präsident geworden. Das muss man auch an dieser Stelle nochmal sagen. Michael, du hörst
gerne Schlager. Ne? Du magst gerne die Amigos, du magst gerne die Flippers. Wenn du selber so eine Band machen könntest, könntest du die Down-Syndromigos nennen oder die Ausflippers. Die Ausflippers hören wir schon. Hört jemand von euch auch Rockmusik? System of a Down-Syndrom? Ich höre auch klasse gute Spatzen. Und Voice-Musik, ja, Michael. Also, ich habe extra ein Lied für euch komponiert und das habe ich mitgebracht. Das möchte ich jetzt gerne für euch singen. Habt ihr Lust, dass ich das Lied für euch singe? Ja. Habt alle Lust, dass ich das Lied für euch singe? Ihr habt Trisomie und Fantasie und lebt ein Leben voller Harmonie. Wie große Kinder schwärmt ihr für Dinge wie Turnen, Eischwulen, Pornografie. Ihr habt das Down-Syndrom von Geburt an schon. Ihr habt zu viel Herz und Chromosom. Je mehr du denkst, desto unglücklicher wirst du. Darum denk nicht so viel. Sei sanft und leicht und das Leben kann dir glücken. Am Ende zählt nur eins. Der Bass muss ficken! Ihr liebt Musik. Jeden einzelnen Ton. Euer Musikgeschmack ist nicht so geil, aber hey. Down-Syndrom. Je mehr du denkst, desto unglücklicher wirst du. Darum denk nicht so viel. Sei sanft und leicht und dein Leben kann dir glücken. Am Ende zählt nur eins. Am Ende zählt nur eins. Am Ende zählt nur eins. Der Bass muss ficken! Und jetzt möchte ich, dass ihr alle aufsteht und ihr tanzt und alle kommen auf die Bühne, alle tanzen! Je mehr du denkst, desto unglücklicher wirst du. Darum denkst du viel. Sei sanft und leicht und dein Leben kann dir glücken. Am Ende zählt nur eins, am Ende zählt nur eins, am Ende zählt nur eins. Der Bass muss ficken! Down, 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 down. Micky Weisenherz! Sharon Smoke. In the stare above the hot car light. Sunshine hot on the video spot. Na, liebe Gang, wie hat's euch gefallen? Bombe. Bombe? Ja. Bombe, super. Du bist ein Profi, du bist ein Profi. Was fandet ihr denn lustig? Ja. Ganz viel. Ganz super, ja. Auch die Sachen mit dem Hasen fandet ihr auch lustig? Ja, mit dem Hasen, ja. Sag mal, und Thomas, was fandst du denn lustig? Durch mein Auftritt. Und hast du auch mal bei meinem Auftritt gelacht? Ja. Ich mein schon, ich mein ja. Ja, sehr gut. Der Bass muss ficken.